Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Merten Giesen. Heute hier so ein bisschen improvisiert und schnell, weil wir haben eine konkrete Anfrage bekommen von einer Lehrerin einer Schule in Frankfurt, die wahrscheinlich für andere Kolleginnen und Kollegen auch relevant sein könnte in der Beantwortung. Und deswegen haben wir hier uns überlegt, das einfach als Video, als One-Take einfach einmal schnell zu zeigen, ohne Greenscreen, ohne Ausleuchtung und so weiter. Also das alles ein bisschen ignorieren. Es geht tatsächlich nur um den Inhalt und um die schnelle Information. Die Idee dieser Kollegin ist, dass sie, weil sie Risikogruppe ist, jetzt, obwohl die Schulen wieder öffnen, selber trotzdem nicht in der Schule anwesend sein kann. Und dass sie die Überlegung hatte zu sagen, wenn dann die Schüler und Schülerinnen anwesend sind, möchte sie zumindest auch mal ansatzweise ab und zu dazukommen können, über einen Videocall von der Tafel aus quasi dann mit den Schülerinnen und Schülern sprechen können. Und dafür haben wir hier jetzt mal das Szenario der Schule sozusagen nachempfunden. In der Schule gibt es ein solches Board. Es könnte aber auch ein beliebiger Beamer sein. In der Schule gibt es ein pädagogisches Netz mit einem Stadt-PC. Auch den haben wir hier angeschmissen. Das Bild erkennen Sie dann wahrscheinlich. Das ist das Standardbild eines Stadt-PCs. Und in der Schule gibt es eine Objektkamera. Und diese technischen drei Komponenten sind das, mit denen wir das jetzt hier mal zeigen wollen, wie das funktioniert. Wir haben uns schon in den PC eingeloggt und gehen jetzt einfach mal auf unser Tool Jitsi. Das haben Sie vielleicht in den Online-Fortbildungen von uns gesehen oder in anderen Videos, wo wir das kurz erklärt haben, was den Vorteil hat, dass man dort mit einem Link mal eben schnell in einen Raum kommt und dann von der anderen Seite auch in den Raum reinspringen kann. Sie können das aber theoretisch auch mit Microsoft Teams machen oder mit jedem anderen browserbasierten Videokonferenz-Tool. Wir zeigen das jetzt hier mit Jitsi. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach in den Microsoft Edge. Da könnten Sie jetzt sagen, ach, Herr Giesen, Sie haben aber in allen anderen Videos gesagt, dass wir den Chrome benutzen sollen für Jitsi. Im pädagogischen Netz haben wir den Chrome-Browser aber nicht. Wir haben aber den neuen Edge-Browser. Den sieht man hier unten an diesem neuen Logo. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, dass Sie das zu Hause auch jetzt anders haben. Der sah früher anders aus, der Edge. Jetzt hat er diese neue Farbgebung. Und das weist darauf hin, dass die Basis des neuen Edges auch ein sogenannter Chromium-Browser ist, also dieselbe Grundstruktur hat wie der Chrome. Von daher gehe ich davon aus, dass auch Jitsi da gleich gut läuft wie auf einem Original-Chrome-Browser. Das heißt, wir nehmen hier nicht den Firefox, wie Sie vielleicht gewohnt sind, sondern den Microsoft Edge-Browser. Das mache ich jetzt mal. Und gehe hier in unseren Link, der heißt Meet. Wir nutzen einfach mal den Treffpunkt der Grundschullehrer bei uns hier. Meet.jitsi/mzfm-grundschule. Springen da rein und schon sind wir in dem Raum. Wir sehen schon, das ist unser Bild und das ist das Bild der Kollegin. Die habe ich hier mitgebracht. Die schleicht jetzt einmal um die Kamera rum. Die ist unsere gleichzeitig Kamerafrau und spielt die Kollegin. Das heißt, Frau Feierabend geht jetzt einmal an ihren Rechner, damit sie hier zu sehen ist. Das heißt, das wäre das Bild der Kollegin von sich zu Hause. Hallo Beate. Ich mache dich mal lauter, damit wir dich hier hören können. Genau. Das heißt, das ist jetzt der Ton, den wir hier über die Anlage haben, über die Boxen. Weil wir hier so nah beieinander sitzen, gibt es hier ein Echo, deswegen mache ich es wieder ein bisschen leiser. Aber Sie sehen, die Lehrerin wäre jetzt schon online. Das heißt, so könnten die Schüler und Schülerinnen Sie sehen. Die Kollegin sieht jetzt aber noch nicht uns, weil wir hier, das wären ja wir, noch kein Bild und noch keinen Ton haben. Und das wollen wir hier realisieren über diese Objektkamera. Eine Objektkamera ist ja eigentlich dafür da, dass ich was drunter lege und dann sozusagen das auf dem Beamer zeige. Aber man kann sie auch als Webcam benutzen. Und dafür brauchen wir zwei Dinge bei der Objektkamera, was wahrscheinlich standardmäßig nicht angeschlossen ist an Ihrer Schule, was aber theoretisch bei den Auslieferungen dabei sein müsste. Notfalls klauen Sie das von einem Drucker, ist ein solches USB-Kabel. Sie müssen also die Kamera per USB an Ihren Schul-PC anschließen. Und später brauchen Sie vermutlich auch die Fernbedienung der Kamera. Wenn Sie die haben, wäre das auch sehr hilfreich. Das mache ich jetzt mal eben hier. Ich schließe die Kamera mit USB an. Vermutlich haben Sie ein solches Modell, was hier steht. Vielleicht haben Sie ein anderes. Egal welches Modell Sie haben. Wichtig ist, dass es mit USB an den PC angeschlossen sein muss. Ansonsten geht diese Webcam-Funktion nicht. Wenn Sie dieses Modell haben, was auch an vielen Schulen ausgerüstet ist, dann ist das sowieso mit USB an den PC angeschlossen, weil es gar keinen anderen Ausgang hat. Dann wäre das natürlich ideal,
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das heißt, auf jeden Fall müssen Sie kontrollieren, ist unsere Objektkamera mit USB an den PC angeschlossen. Wenn Sie jetzt hier in dem PC, Sie können das sehen hier, was ich mache, wenn Sie dort jetzt auf den Systemsteuerung gehen und dann dort auf Geräte und Drucker anzeigen, dann können Sie sehen, ob die Kamera vom PC erkannt wurde. Das sehe ich jetzt hier, dass hier eine Kamerasymbol ist mit dem Wort Epson EPLC 13 und das ist genau dieses Kameramodell. Das heißt, das Einstöpseln des USB-Kabels und ein paar Sekunden warten hat gereicht, dass der PC die Kamera erkennt und in dem Moment kann sie dann auch im Browser benutzt werden. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück in meinen Edge-Browser und aktiviere hier die Kamera und den Ton. Das Tolle ist bei den Objektkameras, dass sie auch ein Mikrofon eingebaut haben. Das heißt, sie haben das, was man braucht, ein Mikro und eine Kamera. Und ich kann das jetzt sozusagen hier auf mich drauf richten und bin jetzt sozusagen mit Frau Feierabend verbunden. Die müsste mich jetzt auch hören können. Ist das richtig? Sie nickt. Wunderbar. Folgendes Problem haben Sie jetzt noch. Sie wollen ja nicht einen Menschen, der hier vorne am PC sitzt, filmen, sondern Sie wollen die Klasse filmen. Das mache ich jetzt mal. Dann drehe ich die Kamera einfach im Kreis und sehe, wenn man sie im Kreis dreht, ist alles falsch rum. Ich kann das hier auch mal groß machen, sodass Sie das hier auf dem Bildschirm sehen. Ah, nee, jetzt kann ich nicht groß machen. Also hier kann man es erkennen. Also Sie sehen jetzt hier unsere Kamera, Sie sehen die Sitze, sind alle falsch rum. Und jetzt brauchen Sie die Fernbedienung Ihrer Objektkamera, weil bei den Objektkameras kann ich über die Fernbedienung die Einstellung der Kamera ändern. Wenn ich jetzt hier also klicke auf Rotate Image, gehe ich mal näher ran, das ist dieser Button hier, Rotate Image, dann dreht sich das Bild und jetzt sieht man es auch eindeutig, ich sehe den ganzen Klassenraum, hier könnten jetzt die Schüler sitzen und könnten quasi mit Frau Feierabend über die Tafel hinweg sozusagen kommunizieren. Dieses Rotate-Image-Geschichte ist bei allen Kameramodellen ein bisschen unterschiedlich. Da müssen Sie nicht verzweifeln. Man kann notfalls auch das ein bisschen rumdrehen, hier baulich, um das zu bewerkstelligen. Das kriegen Sie bestimmt hin. Bei diesem Modell hier beispielsweise ist es so, dass man es nicht mit einer Fernbedienung verändert, sondern man kann hier einfach die Linse einmal um 180 Grad drehen. Dann haben Sie denselben Effekt. Da gucken Sie bitte einfach bei Ihrer eigenen Objektkamera, wie das da aufgebaut ist. Und dann finden Sie da sicherlich die Möglichkeit, das auch zu drehen. Genau, so wäre jetzt das Szenario. Das heißt, die Klasse sitzt dort und kann die Lehrerin sehen. Das macht natürlich keinen Sinn, dass die Klasse hier auf so einem kleinen Bildschirm von sich selbst sieht und sich immer gegenseitig selbst zuwinkt und abgelenkt ist. Deswegen würde man hier mit dem einen Klick dann einfach Frau Feierabend ganz groß machen, sodass die Lehrerin quasi groß am Bildschirm zu sehen ist und die Schüler und Schülerinnen dann sozusagen nur bei ihr hier unten klein oder bei ihr dann groß zu sehen sind. Es gibt unterschiedliche pädagogische Szenarien für sowas, da fällt Ihnen sicherlich was ein. Ich glaube, sozusagen ein Ersatz für Präsenzunterricht ist es natürlich nicht, weil man hier ja sozusagen einen Lehrer vorne über eine Videocall mit 15 oder 8 Schülern und Schülerinnen im Klassenraum spricht. Das ist sicherlich sozusagen nicht wirklich ein Gespräch möglich. Aber um mal da zu sein, um mal Gesicht zu zeigen, um mal die Aufgabe zu erklären, um einfach mal sozusagen vielleicht einen Wochenrückblick zu machen, ist es sicherlich eine ganz fantastische Möglichkeit, um auch mit dabei zu sein. Ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen und wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Tschüss!